YouTube starten. Hallo YouTube. Nächster Run. Eden Hart 6. Weiter geht's. Ohne Pipi heute. Ausnahmsweise mal ohne Pipi zwischen den Runs. Hi Proud, grüß dich. Was haben wir denn? 10 Dingsbums, BFF haben wir. Und Mom's Perfume ist 4 Shot. Und das hier haben wir, ne? Okay. Ist okay, und wir haben eine Emperor-Karte. Okay. Und wir bekommen... Oh, das ist nice. Ich mag das Item. Toxic Splash, super. Macht aber die Tiere ein bisschen kleiner, kann das sein. Obwohl, es kann auch sein, dass diese Aura außenrum noch mitzählt. Wir haben 2 Herzen übrigens, habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Warum hat sich mein Spacebar-Item nicht aufgeladen? Ach, weil in meinem Raum nichts war. Okay. Ich spiele immer noch Dark Souls. Warum spiele ich denn noch Dark Souls? Ich habe das doch geändert, Mann. The Binding of Isaac Afterbirth. Informationen aktualisieren. So, zack. Oh, da war die Spinnenwebe. Shit. Die Spinnenwebe hat mich 2 Pixel zu lange festgehalten. Scheiße. Echt, bei mir stand Dark Souls drin. Nein, es war Isaac, aber in meinem Bot, der hat es auf Isaac umgeschrieben, oder da habe ich es auf Isaac umgeschrieben, das hat es aber im Dashboard nicht übernommen, weil ich das nicht aktualisiert habe. Und da stand noch Dark Souls drin. Und als ich eben den Streak aktualisiert habe, stand kurze Zeit Dark Souls eben drin. Oh, das ist natürlich hier blöd mit dem 4, ne? Okay, es geht. Ach, da wird der ganze Schwarm gefiert dann. Das ist ja auch lustig. Risky, risky. 1,5 Herzen. Ah, oh, das ist immer so. Ich mag so wenig Herzen. Nicht, aber wer mag schon wenig Herzen, ne? Warte mal, ich geh mal hier rein noch. Doppel Spacebar-Item wäre schon ganz cool. Aber das wird wohl nichts. Denn ich brauche das Herzchen zur Sicherheit. Weil die Fly kriege ich jetzt eh nicht. Also hier dieses Char-Dings hier. Nehmen wir das Herzchen mit, ne? Wahrscheinlich kriege ich es nicht. Hätte ich es nicht bekommen. Jetzt kriege ich es eh nicht mehr. Jetzt brauche ich noch 14 Münzen. Hi White Sham, grüß dich. Oh ne! Was ein Arsch. Oder wie blöd ich gelaufen bin. Ich hab's mir schon gedacht. Blöder Laufweg gewesen, ne? Nochmal das Buch? Zählt das jetzt doppelt? Habe ich erst 2 Bücher aufgenommen oder erst 1? Das ist die Frage. Wir werden sehen, ob ich beim nächsten Buch schon Bücherwurm werde oder nicht. Okay, 1 Herz verloren, 1 bekommen. Gleicher Stand. Schöne Items eigentlich. Gib mir Begleiter, Leute. Gib mir viele Begleiter. Hier oben ist der super Geheimraum wahrscheinlich. Komme ich aber nicht ran. Okay. Wir gehen volles Risiko. Oh. Hat sich gelohnt. Wir machen aber gut Damage. Ne? Wir haben eine gute Tierrate, machen gut Damage. Ist nur wie im letzten Run. Ich muss halt mein Dingshaushalt wieder irgendwie... Herzhaushalt. Mit meinen Herzen haushalten. Mit meinem Herzhaushalt. Das ist nett. Gibt ein HP ab und Luck ab. Ist fair.
Das ist fair. Trotzdem keinen roten Herzschaden bekommen jetzt. Oh. Upsala. Und schön alle ins Feuer. Jetzt mal die hier wegkriegen. Die sind nerviger als die anderen. Und jetzt ab ins Feuer mit euch. Nein, hier sollt ihr ins Feuer rein. Ach man. Mir geht's sehr gut. Auf die auch, White Champ. Ha! Ich bin nicht nach vorne rein, drauf reingefallen. Ich brauche eine Bombe, unbedingt. Und ich brauche Schlüssel, scheiße. Bomben, perfekt. Yes. Das ist wichtig. Denkt an Song Request, gell? Haut eure Punkte raus. Vielleicht hat sie ja ein bisschen was gebracht. Ich sehe es nicht. Oh Gott, diese. Wenn die brennen, springen die so komisch manchmal, ne? Okay, der andere ist anscheinend ins Feuer gelaufen. Privacy legt los, so gefällt mir das. Die Temperance lassen wir jetzt mal weg. Hier brauche ich auch nicht rein, außer es wäre noch irgendwo so ein Schlüsselraum. Bin zufrieden. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Kenn's nicht. Ich bin zufrieden. Ob ich richtig zufrieden bin, sehe ich dann, wenn das Lied kam. Ja, natürlich, ich habe einen Lacoste-Pullover durch WSV für nur 45 bekommen. Glückwunsch. Gorbitz und ein Ausrufezeichen vorne dran. Proud. Oh. Tot. Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Oh, wird das wieder so ein Run, in dem ich die Itemräume nicht kriege und ein Ausrufezeichen vorne dran, sonst funktioniert es nicht. Nur noch die Möglichkeit hier. Jetzt klappt's. Hattest du auch schon mal ein verstopftes Ohr und hattest irgendwie Tipps zur Behandlung? Ja, zum Arzt gehen und dir Antibiotika geben lassen. Ich hatte schon des Öfteren verstopfte Ohren. Und auch des Öfteren schon Mittelohr- bzw. Mittelohrentzündung war das nicht. Das war eine Gehörgangsentzündung. Und das ist voll ätzend. Also bei mir war es aber nicht nur verstopft, ist es auch so einmal im Jahr oder so. Aber das löst sich meistens von selbst. Wenn nicht, muss ich es halt ausspülen lassen. Aber ich habe wirklich keinen Schlüssel bekommen, ist zum Kotzen. Ne? Was ich des Öfteren habe, ist wirklich, dass es halt schmerzt, ja, weil es entzündet ist. Und dann geht's, schwillt das an und dann sammelt sich natürlich auch hier dieser allzeit beliebte Ohrenschmalz. Dann tut das weh, plus ist ätzend. Jetzt haben wir nur noch Glück, dass hier der Geheimraum ist und hier Schlüssel drin sind. Nein, aber Creed's Gullet. Money ist gleich hell. Das ist doch schon mal ein Anfang. Aber wir haben trotzdem keinen Schlüssel. Mann, mein WLAN ist zu schlecht. Ich kann keine 720p laden. Wir müssen nur mit Ruck laden. 720p auf dem Laptop oder was? Weil auf dem Handy brauchst du ja keine 720p.
Okay, wir können nur noch hier jetzt Glück haben. Ah, in dem Moment springt er hoch. Handy. Ja, da gehen doch auch 400 noch was. Reicht doch auch. Außer du hast so ein neumodisches Handy, was eigentlich schon ein Tablet ist. Ich habe noch ein schönes iPhone 5. Das ist noch ein Handy. Zumindest vom Format her. Okay, wir haben Devil Deal. Oh, das ist was Doppeltes, ne? Können wir mal testen. X-Lex, toll. Ich will noch lieber einen Schlüssel. Bombs, nicht mal Bombs, Key würde was bringen jetzt. iPhone 6S. Selber was du hast, gell? 6 oder 6S? 6. Meine Frau hat 6. 6S ist 6S ist das neuere 6er, also das ist das die Größe vom 7er, aber mit den Innereien vom 6er, oder? Ich komme da nicht rein. Ich kriege nicht mehr meine Bombe. Mit der Bombe wärst du in den Shop gekommen, indem du... Stimmt. Aber Creed Skull ist auch geil. Hab iPhone 10. Glückwunsch. Oh, das waren ja... Normal sind hier diese Viecher, die... Nein! Keine blauen Herzen mehr. Shit. Oh, ein cooles Lied. Ewig nimmer gehört. Goblin HD. Ich streame aber nur auf 720. Oh, das wird eng hier unten. Ich will nicht meinen Devil Deal verlieren. Dann wird das wieder so ein Run, der so... Oh, der so vor sich hinsiecht, ne? Das, wir haben einen Angel Deal Chance. Mir ein blaues Herzchen irgendwo her jetzt bitte. Gott. Ich werde hier definitiv getroffen. Okay. Die Sire 500 brauche auch nicht mehr. Es reicht damit aus dem Web zu suchen, sich die Zeit mit ein paar... einfachen Spielen zu vertreiben und im Notfall einen Anruf zu tätigen. Ja, also mir reicht meins auch. Ah ja, Bubu, grüß dich. Ich hätte nur, weil ich sehr oft auf Arbeit in Mittagspause YouTube oder Twitch oder so schaue, hätte ich schon gerne ein größeres Display. Aber das muss einfach auch nicht sein. Ne? Also da gibt es andere Prioritäten. Solange das Ding funktioniert, ist alles in Ordnung. Ey. Ah. Ist mir hier nach links in die Safe Zone, ne? Toxic Splash war schon okay, aber seitdem, boah, das sind noch zwei. Seitdem kam nichts mehr dazu. Ja, der ist gefiert, ne? Ja, bye, Whitechamp. Bis zum nächsten Mal mit besserem WLAN. Bye, Viracy. Ah, wir haben Schlüssel. Ich glaub's ja nicht. Wir können den Item-Raum.
Können ja noch weiter rerollen, ne? So eng hier. Ich meine, ich habe keinen blauen Herzen mehr. Vielleicht noch ein halbes, aber ich meine, ich habe keins mehr. Und dementsprechend sehr, sehr vorsichtig spielen, ne? Ist aber auch eine Kackebene hier. Okay. Überhaupt nichts. Hat die Pille nicht da oben auch noch? Ich meine, da oben, das war dieselbe Pille. War die denn noch ganz weiter hier? Ja, das ist dieselbe. Nice, pretty fly. Hat sich doch gelohnt. Das war's aber auch schon. Ich könnte noch in den Shop rein mit einer Münze. Ich könnte aber auch mit drei Münzen. Ich könnte aber auch hier unten das Ding hier aufmachen. Ich gehe erstmal zum Boss. Bitte eben 16 Minuten schon. Krass. Hat der viel HP. What? Weg. Oh, das ist nice mit dem Toxic Splash. Super. Geht der jetzt schon down? Fast. Nice. Dafür gibt's ein Range-Up und keinen Angel-Deal. Danke. Oh. Heftiger Run. Und wir haben Curse of the Darkness. Super. Wir haben ein blaues Herz. Wir haben nur zwei rote Herzchen. Echt krass. Ich muss weiterhin konzentriert spielen. Okay. Curse of the Darkness ist halt richtig bescheiden jetzt hier. Gerade mit diesem blauen Hintergrund. Ne? Super. Ich hoffe, ihr kennt was. Oh, es geht eigentlich. Ah, da ist noch Grütze. Muss ich aufpassen. Ach ja, Trollspiel, echt. So ein Trollspiel, ne? Auf unsere Grütze jetzt. Okay. Vorhin hatte ich riesige rote Kotzgrütze, ne? The Lovers oder Emperor. Ja, ich nehme schon die Emperor mit, ne? Vielleicht brauchen wir irgendwann die Lovers noch, weil es eng wird. Oh. Es droppt aber auch nicht mal Consumables. Irgendwas, nichts, ne? Eine Pretty Fly wäre natürlich verdammt geil. Der hat den Kleinen da nur weggedrückt.
die Typen, echt. Alter, ich habe immer noch keinen Plan, wie ich denen ausweichen soll. Da ist noch einer. Okay. Da war noch einer. So, bitte mal was Gutes. Naja, ein HP ab. Gibt Schlimmeres, ne? Hier noch ein blaues Herz, bitte. Ja, da ist die Stopwatch. Okay, Leute. Wir scheißen auf das blaue Herz. Das ist ein Run, da könnte die Stopwatch interessant werden. Geflitzt. Ja, sorry, dass ich nicht so mit euch interagieren kann gerade, weil das ist schon ein bisschen anstrengender hier als der erste Run mit Brimstone. Und das ist eine Sackgasse. Viele Münzen, bitte. Oh, ein halbes Herz. Songrequest auf dem Mobilgerät? Auch ganz normal. Du machst einfach Ausrufezeichen SR in den Chat, Leerzeichen und dann Song und Titel, oder? Der Boss. Ich hätte schon gern vorher die Stopwatch. Och Mann, gib mir doch mal irgendwas. Ich. Ist ja unfassbar. Unglaublich. Er Spiel einen fertig machen will. Chris, danke für den Follow. Komm, geh tot. Danke. Nicht mal der droppt was. Das ist so brutal. Ich habe, glaube ich, im Dings, in dem der Spendemaschine habe ich nicht mehr viel drin. Ne? Das ist auch ein Riesenproblem. Niemals meine 15 Münzen zusammen, sage ich euch. Niemals. Ein oder Sake, grüß dich. Außer es droppt jetzt hier dieses Present. Das könnte natürlich noch was sein, aber... Ich guck nochmal im Shop. Oh Mann, die Stopwatch einfach liegen lassen. Das wäre ja echt sehr blöd. Oh, guck mal, hier ist noch so ein Ding. Vielleicht reicht's doch. Es fehlt eine Münze. Es fehlt eine Münze. Weil in der Maschine nichts mehr drin ist. Oh. Nein! Jetzt habe ich auch noch gespendet. Es fehlen zwei Münzen.
Ich könnte da unten noch reingehen, bezüglich Münzen. Da links darf ich, glaube ich, nicht rein. Und ich könnte noch den Geheimgang suchen. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Boss. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt mache. Ich mach's einfach. Der hat erstmal mehr Schaden gemacht hier. Der Boss ist halt wirklich Pillepalle. Weil ihr seht, ich mach keinen Schaden, ne? Ist echt schlimm. Weil jetzt kriegen wir hoffentlich einen Angel Deal. Das wäre sehr, sehr nice. Ich habe mich noch nie so sehr über das Present mit den Münzen gefreut wie jetzt. Ja, Godhead wäre jetzt auch geil. Dann wäre mir egal, was der Boss droppt, wenn jetzt Godhead da drin wäre, klar. Oder Sacred Heart oder was weiß ich. Irgendwas Geiles. Das ist auch nett. Okay. Das ist schon geil. War nicht für jetzt? Hey, wo kriege ich es noch? Ich kann mit einer Bombe noch irgendwo den Geheimraum suchen. Das ist alles die letzte Chance, die ich noch habe. Okay, hier kann er schon mal nett sein. Hier links auch nicht. Hier unten könnte er sogar technisch. Nein, kann er nicht, weil links ein kleiner Raum ist. Okay. Das heißt, hier gucken wir mal. Hier rechts könnte er sein. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Hier könnte er natürlich auch sein, hier einfach. Aber ich gehe mal davon aus, er ist hier. Testen wir einfach mal, ne? Ja. Münzen bitte. Ja! Der Chat ist ein bisschen groß. Nö, passt eigentlich schon. Ich finde das okay. Wir haben die Stopwatch und die eine Münze spenden war. Ich finde das vollkommen in Ordnung im Chat. Ja, ist ein bisschen zu groß. Vielleicht. Ich würde den gerne noch ein bisschen schwarz hinterlegen oder so, aber passt schon. So. YouTube soll ja auch sehen, was wir hier schwätzen, ne? So. Okay. Warte mal, ich kann ja direkt mal aufladen. Zack. Ich könnte das ja jetzt direkt nutzen, ne? Okay, geil. Dann kann ich den ja auch wieder mitnehmen. Nice. Ich meine, wenn der Angel den nochmal offen ist. Hi, Mr. Murat, grüß dich. Fliegen kann ich... Doch, ich kann jetzt fliegen. Geil, dann kann ich mir da unten sogar noch dieses Ding holen. So langsam entwickelt sich der Run. Das ist falsche Richtung. Kann ich mir hier sogar noch Pennies holen? Das hier? Dann könnte ich sogar da unten reingehen. Das würde ein halbes Herz Schaden geben. Hier links darf ich nicht rein, ne? Ja, da ist dicht. Okay. Das war mal lucky, ja, definitiv. Ups, den will ich nicht. War es nicht noch irgendwas, was ich absahnen konnte? Hier die Bombe noch. Der Bombe könnten wir sogar noch den super Geheimraum suchen. Oder uns noch ein Herzchen kaufen. Könnten wir sogar noch da unten reingehen. Ich glaube, das mache ich. Nein, da kommt nur, wenn ich da jetzt wegspreng, kommt nur eine Münze raus. Das bringt nichts. Der super Geheimraum kann an zu vielen Stellen sein. Das machen wir nicht. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt sind wir froh. Der Ed? Was für ein Ed? Der kleine Geheimraum hat alles gerettet.
Boah, einfach. In den Räumen einfach schnell. Sonst kriegst du eh Damage schnell. Aber wir machen immer noch nicht so viel Damage jetzt. Also, die Tierrate ist noch nicht so bombastisch. Wir machen noch nicht so viel Damage. Da ist noch nichts durch hier, ne? Jetzt ein Devil Deal wieder verkacken und das ist einfach noch nicht durch. Der Run ist noch nicht durch. Aber sieht das aus, als er macht. Alter, geht kaputt. Noch kein Trinket. Ah, schön, direkt als er switcht. Da oben ist ein Steinchen. Gott, ist der schnell. Aber ich bin auch schnell, Junge. Ich habe einen großen Knockback, warum auch immer. Diese scheiß Fliegen, ne? Was die aushalten, was die abwehren. Das ist ein wesentlich längerer Run als der vorhin. Jetzt haben wir uns Chain. Will ich das haben? Ja, will ich haben. Ich nehme die Emperor mit. Das ist mir wichtiger. Das ist nett. Nein, nein! Oh, hab ich deinen Schlüssel vergeudet. Blöd, ne? Echt? Really? Oh, really? Was war das? Alter, jetzt reicht's aber. Das war schlimm. Das war schlimm. Und könnte noch ein Nachspiel haben. Oh nein. So viel zusammen, sonst Chain, ne? Jetzt muss ich wieder voll konzentriert sein, der Rand schlaucht mich hier. So viel roten Herzen willst du halt nicht den Devil Deal versemmeln, ne? Oh, was ist da los? Oh Gott. Was ist das für ein Raum? Gott. Dieses Fliegeviech, jetzt ist es kaputt. Endlich. Nein. Boah.
mal die Two of Diamonds mit. Really, jetzt so ein Typ, echt. Das von mir, das Feuer hier, ja. Konzentrationssache. Die haben das Original so verunstaltet. Was ist denn lustig? So, das nehmen wir mal mit. Normal spreng ich das nicht weg, weil das 5 zu 5, aber weil Bombe kostet 5 und du kriegst 5 Münzen zurück. Aber da ich die Two of Diamonds habe, ist das schon ganz cool eigentlich. Und wir haben eine Answers. Das ist ja nett. Okay. Ich sollte eigentlich zum Boss gehen, ganz ehrlich. Ich muss zum Boss gehen jetzt. Ich könnte das danach immer noch machen da unten, aber ich muss jetzt den Angel Deal sicher machen. Nice. Wenn ich den schaffe, ist super. Nein! Angel Deal verkackt. Einmal treffen, ne? Aber den Sackdagger bekommen, das ist okay. Schade, echt, schade. Hätte was Cooles drin sein können. Ich find's gut, ja, lustig. Ist keine Musik, die ich immer hören kann, aber ich finde das lustig. In meine Playlist wird's nicht kommen, aber ich find's lustig. Okay, dann müssen wir wohl jetzt Two of Diamonds usen. Und dann hier wieder unsere Emperor mitnehmen. Ah, da oben sind ja genug Herzchen, ne? Brauchen wir nicht lange rummachen. Ja, diese blauen Herzen sind einfach das Problem mit dem Run. Das sind zu wenige von vorhanden. Alter. Jetzt haben wir noch Curse of the Blind. Das ist ganz schlecht. Oh, das ist nett. Das ist natürlich sehr cool jetzt. Nein! Ich will das Bett nutzen. Ich habe schon so lange kein Bett mehr genutzt. Okay. How much is the fish? Ja, das muss ich jetzt sagen. Das ist, ja gut, die sind alle gleich, ne? Oh Gott! Bobby.
Auch noch von einem Dicken getroffen worden. Der macht doch ein ganzes Herzschaden. Ist das... Ah, ne, ein halbes nur. Das halbe blaue Herz, schwarze Herz schon wieder weg. Zum Glück nur ein halbes. Halbes haben wir noch. Oh, hier könnten wir Glück haben. Reicht. Ja, super. Komm, nochmal sowas. Schade. Hier können wir spielen gleich, auch im Herzen. Ich gehe aber erstmal in, Gott, schon wieder so. Ich gehe erstmal in den Shop. Danach können wir gerne alles Geld verzocken. Oh, hier unten geht es noch weiter. Das war der normale Geheimraum. Cool. Ah, echt? Aber wir haben Stopwatch. Das ist nett. Immer Insektdecker, ja. Warum? Wie unnötig. Das war echt komplett unnötig. Hat zwei Bomben drin. Okay. Okay, Shop. Ach, ist ja blind, ne? Oh, ne, hier nehme ich nichts mit. Den nehmen wir auch nicht mit. Ne? Prinzipien und so. Haben wir den Boss schon? Nee. Ja, Sektdecker ist Weltklasse. Gerade für sowas hier. Zack. Bisschen tiefer. Ja. Oh, das ist nett. Dankeschön. Können wir auch da oben ein bisschen spielen für Herzchen oder ein cooles Trinket, ne? Ist das Depth 2? Das ist schon Depth 2, dann kann ich auch spenden gleich noch. Ups. Aua, ne. Komm mal, Joker. Hat die Rules Card, dankeschön. Hi, Stay Funky. Grüß dich, willkommen im Stream. So, den nehmen wir gleich mal, weil ich nehme eh die Emperor mit. Ja, gegen Mom, ja. Gegen Moms Hart kommt immer auf meine Herzsituation an. Den nutze ich nicht so gern. Hi Frosch, Shack, grüße dich. Auch dir willkommen im Stream. Gegen Moms Heart nutze ich es nicht ganz so gerne. Das ist ein bisschen crazy. Ich weiß, es ist gut. Ja, also bei mir gut. Ja, bei dem Stream weiß ich nicht genau im Chat. Kann ich hier keine Auskunft geben. Aber mir ist alles gut. Ein Herzen gedroppt. Ist doch okay. Wir spenden doch nichts, ne? Auf Clubs. Okay. Jo, das war's schon. Nice. Geht's jetzt zum Boss. Ich weiß nur nicht wo. Hier. Oh, natürlich habe ich mir genau den ausgesucht. Okay.
Okay, durch Stopwatch sollte das Ganze machbar sein, ne? Ein wenig unangenehm auf dem linken Ohr. Ja, es, ich kenn's. Ich kenn's, weil sie ist sehr nervig. Ja, Frosch wie sonst was. Heißt normalerweise, wolltest du dich Frischcheck nennen? Nein, wir nehmen es nicht. Ja, kein Problem, passiert, ne? Radio. So. Komm. Uiuiui. Sektdecker, komm. Sektdecker, danke. Ich hab ja hier das Zelda-Schild. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass ich ja Dings abblocken kann. Alle Sounds sind irgendwie auf links. Was? Das ist Mom, ne? Okay, let's fetz. Oh, getroffen worden. Ich glaube so. Kein Devil, kein Angel Deal. Schade. Lalalala. Er spielt gerade auch Isaac. Farm and Riches. Kenne ich nicht, sagt mir nix. Deutscher Streamer oder Fame and Riches. Wahrscheinlich dann kein deutscher Streamer, ne? Okay. Echt deutsch? Okay. Noch nie gehört von. Oh, Trollbombe. Aha, der Suicide King natürlich. Ja, gibt so Phasen, ne? Nur der Sacke. Ja, wenn ich gucke eh immer, wenn keiner von meinen Homies online ist, gucke ich eh immer, wer spielt das gleiche Spiel wie ich und dann wird gehostet. Ja, dieses Mal schwoppt er kein Schwupterwup, droppt er kein Schwupterwup. Gott. Schlecht. Oh Gott, ich muss hier aufpassen, ne? Mit den Teilen, die hier explodieren. Das zum Beispiel. Ah, die kann man so schlecht staggern hier. Ich mach
null Damage an den Dingern momentan. Was ich gerne höre. Boah, zu viel. Punk, Rock, Metal, Deutsch Rock, Deutsch Pop, teilweise Deutsch Punk. Oh, das war eng von oben gerade. Oder Scooter. Ich höre auch Scooter. Bitte? Ich höre gerne Scooter, doch. Nein, habe ich vorhin schon gesagt. Wird nicht in meine Playlist kommen, aber ich höre trotzdem gerne Scooter. Danke, zum Glück hat er den erwischt. Ja, ich will mich noch nicht so safe hier, ne? Definitiv nicht. Okay, das müssen wir machen, aber vorher machen wir das hier mal. Okay, wir haben genug Münzen, was uns ja noch super viel bringt jetzt, ne? Toxic Splash ist bei vielen Bossen richtig nice. Ist halt einfach so. Also bei allen Bossen, die halt auf dem Boden sind. Super. So, das Problem ist hier. Jetzt verlieren wir wahrscheinlich wieder den nächsten Devil Deal hier. Obwohl wir jetzt einen 100% Devil Deal und 50% Chance. Jetzt 50-50, ne, ob wir Devil Deal oder Angel Deal bekommen. Schnellstmöglich den Boss finden. Den irgendwie wegklatschen. Nochmal ein HP ab. Ansonsten müssen wir es halt so durchdrücken irgendwie jetzt. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber. Das ist ein Geduldsspiel, ja, ne? Absolutes Geduldsspiel. Ich weiß nicht wieso, ich habe bei keinem Game so viel Spaß beim Zuschauen wie bei Isaac und Enter the Gungeon. Ja, ist halt so. Ist halt ein repetitatives Spiel. Kompetitativ durch den Eden Streak. Und wenn man es selbst kennt, ist es halt geil, ne, zu sehen, was macht der andere. Wie reagiert der andere auf solche Situationen und so. Wenn du dir halt ein Singleplayer-Spiel anguckst, dann ist das halt meistens recht linear. Die Sounds sind etwas laut. Im Game? Ich spiele es ja selbst nicht, denn da wird es Zeit, nur da sage ich. Ich hab's gewusst, dieser scheiß Raum, ne? Ich hab's ein bisschen runtergestellt, minimal. Ah,
Warum kommen jetzt auch so viele Maulwürfe? Ich hasse die doch. Schon besser? Gut. Ja, ich habe ein bisschen was umgestellt, da ich vorhin ein bisschen mit meiner Elgato rumgespielt habe. Meiner Capture-Karte. Da hat sich ein bisschen was verstellt. Wo ist hier ein Herz? Ach, hier, direkt. Okay. Ich wollte eigentlich hier, warum habe ich es eigentlich. Ich will die doch haben. Isaac ist speziell. Na gut, aber sieht aus wie ein Comic, ne? Zu spät, ne? Naja gut, jetzt haben wir wenigstens die 36% Chance auf Mom. Auf Devil Deal. Das ist doch schon mal ganz gut. Hier ist vielleicht noch der Supergeheimraum. Nein. Und es nicht weitergehen. Das wäre eben nicht ziemlicher Zufall. Nein, hier kann er auch nicht sein. Das war blöd. Okay. Yo. Nehme ich so mit. Speziell schon, aber ist jetzt nicht irgendwie. Glas ist schon brutal, aber auf seine eigene süße Art, ne? Also das war ein geiles Upgrade jetzt. Ein Damage-technisch, guck mal. Damage wird es haben. Die Rate ist noch ein bisschen mau, aber. Noch einen Angel Deal bekommen irgendwie. Der Run wird gerockt. Ich hoffe doch. Oh Gott. Greets sind weg. Immerhin ist das noch ein Comic schon mal ein Argument, um es zu bekommen. Ja, da guckt ja keiner so genau drauf, ne? Das könnte lustig werden da drin jetzt. Komm, mach auf! Oh. Was haben wir hier? Oh, wir können direkt als Emperor rein und dann nochmal zurückkämpfen. Jetzt wäre die Chance da, ne? Mach ich. The Emperor. Ein bisschen Angst vor Brimstone jetzt. Das ist das Einzige, was mich noch töten kann. Ja, gut. Also nicht Brimstone, sondern die kleinen Schüsse während des Brimstones, ne?
Nice, es gibt einen Devil Deal. Naja, ist auch nicht schlecht. Und Kinder, die Monster tot weiden, genau. Okay, wir haben Mom's Knife. Das ist doch okay. Da unten ist er, ist gefiert. Es geht um Religion, genau, richtig. Da lernt man auch was dabei, ne? Ich kämpfe jetzt trotzdem zurück. What? Hol mir die Emperor-Karte. Mom's Knife ist doch nett, ne? Aua! Deine Augen negativ, echt? Warum denn? Gott, ich muss sowas muss ich verhindern. Was darf mir nicht noch öfters passieren? One makes you small. Mein Lernpillen ist ein Scheiße. Richtig, ich habe trotzdem jetzt gerade eine genommen. Da mache ich normalerweise nicht. Die Emperor. Okay. Wir hinten jetzt noch. Also die Kiste, ne? Gibt's hier nichts mehr für mich, ne? Das ist wichtig. Das heißt nämlich, ich kann da unten reingehen. Nice. Nice. Nee. Will nicht nur Pillen haben. Ja, grundsätzlich sehe ich das genauso, Virusy, aber es gibt halt viele Leute, die sehen das anders und dann ist das, finde ich, auch okay, ne? Die sollen halt ihre Meinung haben. Aber grundsätzlich sehe ich das genauso, ja. Fördert Geduld. Ist auch geil. Ja, stimmt. Das fordert's. Der fordert's definitiv. Und nicht zu wenig. Nehmen wir hier schon die Emperor? Ich glaube schon. Mit dem Messer ist es besser, gegen Bosse zu kämpfen. Achso, ich hab ja. Ich könnte ihn auch deckern. Naja, jetzt ist es egal. Möchte aber selbst nicht damit sagen. Ja, so ist es bei mir auch. Wohl nicht ganz. Durch Familie ist man da auch ein bisschen abhängig. Nicht abhängig, aber da gibt es halt einige Sachen, die man dann halt mitmacht. Ist aber okay, ja. Ja, Respekt auf jeden Fall. Man muss nur nicht monatlich Geld zahlen, ne? So sehe ich das. Bringt das was? Ne. Oh, der ist cool. Den nehme ich mit. Gib ein bisschen Herzchen.
Oh, der GameKit. Ne, der GameKit war der mit mehreren Aufladungen, ne. Yves Mascara, ja. Obwohl das gar nicht schlecht ist, glaube ich, Yves Mascara. Mit Messer zusammen. Ja, Messer war halt, glaube ich, der Winner, ne? Messer boost das Shield. Oh. Und Stopwatch natürlich. Der Snuggles, grüß dich. Herzlich willkommen. Ah, Tech 5, ne? Jo, kann ich mal mitnehmen. Tech 5 ist super. Ja, noch der hier. Okay. Ace of Diamonds interessiert auch keinen Menschen. Okay. Ist der da unten unsichtbar? Mittlerweile sind die Unsichtbaren wirklich unsichtbar, ne? Zack. Oh, das ist massiv Range Up, kann das sein? Liegt der dann auch schneller? Na, ah, der lädt sich trotzdem dann schneller auf. Na, ist wurscht. Ist Yves Mascara nicht bombastisch gut mit dem Messer? Guck mal, Chips. Viel Spaß. Gib's mir was ab. Trinity Shield ist schon geil. Das kann man auch nehmen. Das gibt auch nochmal Range dazu, ne? Und Tier Raid gibt es auch dazu. Bringt mir jetzt alles nicht so viel mit Messer, aber ist okay. Tschüss. Oh, da ist noch einer. Doppel Anniversary und so ist noch gar nicht gekommen, die Bösen. Ja. Bösen sind noch gar nicht da. Länger die Ladezeit, ja. Ich hab mir gedacht, und ich will ja schon ein bisschen nach vorne schießen können, ne? Also lassen wir's. Ach, tschüss. Ne. Bad idea. Würde jetzt aber auch gehen, ne? Mit der HP-Anzahl, die ich habe. Oh, Bookworm noch. Mein Handy ist genau dann ausgegangen, als du die Chest betreten hast. Macht ja nichts. Ist ja nichts passiert seitdem. Trinity Shield, Sack Deck und Marsh. Ja. Eine geile Kombi, das stimmt. BFF habe ich auch noch. Ist das ein aktuelles Game? Wahrscheinlich schon. Ja, aktuell. Das ist schon 2-3 Jahre alt oder ein bisschen älter. Vielleicht sogar noch die Ursprungsversion. Ist halt ein Roguelike. Roguelite, wie auch immer man es nennen will. Es gibt halt Runs, jeder Run ist random generiert und du versuchst das halt durchzuspielen. Da ich es schon einigermaßen gut kann, versuche ich es so oft wie möglich hintereinander durchzuspielen. Ohne kaputt zu gehen. Rekord ist 45 Mal hintereinander. Mein Rekord. Der Weltrekord liegt, glaube ich, bei 926 oder so. So, und just in diesem Moment habe ich es auch durchgespielt. So, dann können wir hier ändern, ne? Sieben von 46 haben wir. Zack. Hi Naru, grüß dich. Spät heute, was ist los?
Spaß, ne? So.